Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man 8, 8-Bit-Version, ja 93 Juvia. Kurze, lustige Story für Sie am Anfang. Ich musste ja den ersten Level von den Wily Stages nochmal spielen, weil ich vermutet hatte, wenn ich nun aufhöre und wieder weitermache, hat das Spiel sich das gemerkt. Hat es nicht. Und die Sache war die, ich hatte den Level geschafft, sogar gar nicht in kurzer Zeit. Hatte alles vorbereitet, hatte dabei das Fenster klein gemacht, wollte es wieder groß machen. Was ist passiert? Ihr könnt es euch denken, das Spiel hat sich geschlossen. Das heißt, ich musste den ersten Level zweimal spielen, um wieder hier zu sein, was ihr gerade seht. Aber der Vorteil ist, ich habe beim ersten Boss keinen Energietank gebraucht. Dies bedeutet, ich habe für alle weiteren Bosse, die jetzt in Zukunft kommen, mehr. Und es ist halt eben die Sache, ich kann nicht mehr in den Shop. Das heißt, ich muss die Energietanks verwenden, die ich habe. Das heißt, ich muss mich an denen krallen. Gut, meine Waffen haben sich ja nicht aufgeladen. Das heißt, ich muss hier Muni farmen. Und dieser Kleider, Sky-Kleider, nenne ich ihn einfach mal so. Ich möchte mal bei ihm den Astro-Crash probieren. Es könnte vielleicht sein, dass das seine Schwäche ist, weil ich meine, ein großflächiger Angriff. Warum nicht? Autschi-Bautschi. Oh, da haben wir Muni. Kann ich die zerstören vielleicht mit einem Homing Missile? Schade, kann ich nicht. Mit was dann? Waterballon. Nein, klappt auch nicht. The Flash Bomb. Auch nicht. Ice Wave. Jawohl, ja, geht doch. Die Ice Wave. So, da. Okay, jetzt muss ich dann nur noch hinkommen. Aha. Ja, erwischt. Ich habe die Einstellung jetzt für diese und die nächsten Aufnahmen, dass ich Mega Man 8 abschließen werde, weil wie gesagt, wenn ich die Wily Stages in einem jetzt hintereinander machen muss, ohne dabei das Spiel zu beenden, muss ich es machen. Das heißt, wird sehr wahrscheinlich meine letzte Aufnahmesession sein, weil nochmal den ersten Level durchstehen und nochmal all diese hier, das traue ich mir selbst nicht zu. Ja, habe ich total vergessen. Ja, schmeiß dort einen Granatapfel hier mal hin. Mach mal einen schönen Salat raus, einen schönen Granatapfelkuchen. Mann, der haut rein wie eine Bombe. Na komm schon. Zeig mir deinen schönen Körper möchte ich sehen. So, die Bombe wird sehr schnell voll. Dich kann man auch ausschalten. Die kann man eiskalt erwischen. Ja. Also, stimmt. Dafür jetzt selber. Autsch. Autsch. Kann ich den vielleicht von hinten mit dem Home Missile erwischen? Ja, erstmal die Kanone. Und jetzt der Typ. Jawohl. War das ein One-Hit? War das ein One-Hit? Ich glaube, mein Leben, das war ein One-Hit. Das liebe ich ja. One-Hitter. Jawohl, die Waffe ist auch bald leer. Leer. Von wegen, sie ist bald voll. Ja, stimmt. Es kam ja noch der Flugabschnitt. Ich könnte einen Energietank nehmen, aber ich würde eher darauf hoffen, dass ich vor Energie farmen kann. Mhm. Jawohl, aha. Gut, zack. Und zack. Ich glaube, hier kommt schon der Rush. Ja, hier kommt schon der Rush. Wäre schick, wenn der Eddie mir Energie geben könnte, während ich ihn hier aufsammle. Naja. Aber hier kann man ja bei manchen Gegnern Energie bekommen, auch wo Boden ist, wo man sich dann hinstellen kann. Verdammte Krähe! Okay, wann kommen die? Okay, mein lieber Beat, mein kleiner Schild. Ich hab meinen eigenen Vogel, also. Was wollt ihr jetzt machen? Oh, verdammte Kiste, ich hab's nicht angesehen. Waren da gerade 3 Leben runtergefallen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter, wenn ich das eingesammelt hätte. Oh, das wäre der Jackpot gewesen. Das wären 3 Leben.
Alter, das wusste ich ja nicht. Wie sind die Chancen dafür, drei Leben hintereinander zu kriegen? Zum Glück hatte ich bei dem zweiten Versuch, bei der ersten Stage, alle meine Leben verbraucht, aber ich habe eine Stelle gefunden, wo man schön die Leben farmen kann, nämlich da am Anfang nach dem Skateboard-Part, wo der Feuerhelmi und der Twinter kommt, da kann man ganz einfach Leben farmen, deshalb hatte ich da jetzt auch zwei, okay. Ach stimmt, jetzt steht der Rush Speech, a Spread Shot, oh yeah, oh Mamma Mia, oh yeah. Okay, Mundi hätte ich mir holen können. In den Astro-Quatsch. Na gut, okay. Ich glaube, der untere Teil hier ist besser. Okay, Alter. Schande. Okay, irgendwo kam hier doch der Teil, wo ich hier ganz schnell nach oben und unten fahren muss, um auszuweichen. Kam das hier? Ich glaube, das kam hier, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Aber hier kamen die Würmer schon. Würmchen im Winde, im Stürmchen. Au, mein lieber Otto. Hier kam die Stelle. Okay, und... nein! Nein! Alter, ich kann nicht so schnell im Rückwärtsgang fahren. Ich kenne die Stelle schon, aber dennoch verhunzt sich's. Jedes Mal. Nicht jedes Mal, aber öfter. Alter, nein. Also welche Kombination fühlen mich am besten? Ich glaube Auto und... ach verdammt, Leben. Ich glaube Auto und Rush sind eigentlich ganz gut, weil der Spreadshot, da driftet viele Gegner auf einmal. Schon wieder ein Leben. Ich hasse es, wenn die Leben einfach so runterfallen. Los, lasset sie doch. Jawohl, Energie. Lasse die Energie doch auf den Boden fallen, wo ich sie nehmen kann. Okay, hier unterer Weg. Okay, und... ich weiß, das ist jetzt ziemlich riss. Alter. Ah, ich bin wieder zu hirnrissig. Diese Aktionen sind zu hirnrissig. Also, wofür gibt ihr mir noch Schrauben, wenn ich nicht mehr in den Shop kann? Also ich kann natürlich rein, aber hey, wer macht das schon an der Stelle, wenn er nochmal alles neu machen muss? Das ich nicht. Ach, Beat und Rush. Naja, tierische Kumpantere. Und? Oh, komm schon! Jawohl! Yes! Okay, letzter Versuch. Oh, kriegen wir noch einen. Der liebe Andy. Das kleine Gepäck. Okay, Dragon Power. Okay. Okay, da kommt er. Da kommt das Guy, Kleiner. Dann probiere ich das mal mit dem Astro Crash aus. Würde Sinn machen bei einem Fahrzeug, bei einem Raumschiff, dass da Asteroiden ist sogar fast voll Schaden machen. Okay. Okay. Und yeah! Uhoho, habt ihr das gesehen? Wie viel Schaden das macht? Alter, das brennt! Das brennt! Wie das brennt! Alter, Walter. Also die... Moment. Die mittleren Teile sind jetzt kaputt. Vielleicht probiere ich doch nochmal die Flashbomb. Vielleicht habe ich es... ich hab's. Ich glaube, ich nehme lieber den. Ach so. Deshalb, ich darf... wenn, dann muss ich auf die blauen Teile zielen, um ihm zu schaden mit der Flashbomb. Okay, ich habe... okay, das war mein Fehler. Okay, das macht doch dem schon schönen Schaden. Okay. Aber mit dem Buster kann ich besser diese Granaten abwehren, oder was er da macht. Jawohl, jetzt nur noch unten. Oh, Moment. Macht er jetzt nicht mal die Laser, oder was? Ne, die Laser macht er mit den anderen Flügeln. Okay, ich glaube, ich habe ihn gleich. Komm schon. Also er macht schon mal nicht mal diese Torpedos, die er mit den mittleren Teilen machen würde. Oh, okay. Achso, jetzt macht er die Laser gar nicht, weil er nicht mal beide Flügel hat, oder wie? Alter, oh komm, drei Striche. Komm, mit dem letzten Versuch, das wird episch. Ach komm, ein Strich. Komm schon, gib's mir. Jawohl. Ah, bloß ausweichen, nicht, dass er mich mit in die Tiefe reißt. Ja, Eddie, schmeißen was hinterher. Begrabe ihn mit deinen Böhmchen. Wow. Yes. Yes.
Yeah. Im großen Nichts, da leuchtet ein blaues Licht. Sein Name, er ist Mega Man. Ja. Jawohl, jawohl. Was kommt jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Sicher irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber hey, bisher keinen Energie dann gebraucht. Ich könnte die sogar alle bei Wily verwenden. Okay, du kleiner Seifenspender. Was du machst, gefällt mir nicht. Okay, was könnte ich aufsammeln? Was könnte ich vielleicht brauchen? Tigler, Sniper. Mach ich mal den Sniper. Mach ich das mal ein bisschen voll. Okay, zwei Wege. Gehe ich mal den unteren Weg. Natürlich du hier. Servus. Oh. Ich glaube, ich gehe doch lieber den oberen Weg. Den kann ich mit Mais ausschalten. Nicht die Bombe. Yes. Dreht er sich auch um oder ich... Ah doch, er dreht sich um. Okay. Der ist doch schlauer als gedacht. Der Gorilla aber mit dem Gu zusammen. Okay. Sehr gefällige Kombination. Verdammte Kiste. So, wie soll ich das jetzt kriegen? Okay. Ah, verdammte Kiste. Okay. Alter Falter, hier bräuchte ich meinen Rush-Shit. Läuft es? Das läuft, oder? Zwei, drei, hüpp. Bomben und Stacheln. Was für eine Kombination. Okay. Und hopp. Hüpp. Also das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Ich habe jetzt einfach nur reagiert. Hoch, großer Stein, ich spring da drauf. Glück gehabt, dass es so gewollt war. Komm schon, komm schon. Ja, komm schon. Nimm die Granate, nimm die. Du hast Granate, ich hab Zitronenbonbons. Los, wir machen einen Kiosk auf. Komm schon. Och, jetzt lass mich nicht warten. Alter, du nervst. Mit deiner Warterei hier. Zumindest bin ich schon beim... Nein, das kann ja noch nicht der Boss sein, dass das Zeichen fehlt. Oh Gott. Base ist da. Und er hat sich mit Treble kombiniert. Alter. Okay, erstmal schauen, wie er kämpft. Alter. Okay, jetzt kommt der Laser. Autschi. Base als Zwischenboss. Na super. Das ist ja was. Stage Select. Nein, Continue. Bitte Continue. Ja, und ich habe aber noch alle Energie-Tanks, oder? Ich habe keinen verwendet. Jawohl. Gut. Die werde ich halten. Ich brauche doch gegen Base keinen E-Tank. Oh mein Gott, ich fange schon an zu denken, wie mit der Wiedergiste mit Sime. Ich brauche keine Energie-Tanks. Energie-Tanks, das sind für kleine, mächtige Mega-Player, die sich auf ihre Fähigkeiten nichts einbilden. So will ich irgendwann klingen. Der alte Opacio. Yep. Gut. Base. Also Travel Base. Power Base. Ey, das Power Base. ob das eine Anspielung ist, weil sein Name ist ja Rock. Also von Rock and Roll. Und da hat er dann, haben wir den Bass, den Base. Könntest damit zusammenhängen? Jawohl. Gib mir doch deine großen Kugeln. Alter. Beim ersten Mal hat es so gut geklappt. Okay. Und ab. Okay, in welchem Rhythmus? Und hopp, und hopp. Dankeschön. Okay, bei 0 explodiert es noch nicht, sondern erst, wenn die 0 angezeigt worden ist. Okay, muss ich mich merken. Ich glaube, den haben sie hier hingesetzt, damit man farmen kann, oder? Der kommt immer wieder.
Was könnte die Schwäche von dem Beast sein? Also ich vermute, es wird der normale Mega Buster sein, weil ich glaube, obwohl in Mega Man Unlimited, obwohl das war auch kein offizielles Mega Man Spiel hatte, hatte er eine Schwäche von den Robot Mastern. Aber hier, der Power Base, im Origin, bei Mega Man 7 gab es den auch und da hatte ich eigentlich meinen eigenen Power Anzug, aber den habe ich hier nicht, daher vermute ich normale Waffe. Schätze ich mal, okay. Also das heißt, ich muss nur sein Angriffsmuster verstehen, rausgehen. Das sieht so cool aus. Okay, dem Laser weiß ich nicht, wie ich auszuweichen habe. Okay. What the? Wohoho! Du hast hier Tricks gelernt. Alter. Alter, also, sobald er das macht und den Laserangriff machen würde, Alter, und dann immer wieder von vorne natürlich, wahrscheinlich ist nach ihm der Midpoint-Check. Alter, das wird hart. Ich weiß auch noch nicht mal, was der Boss ist. Wahrscheinlich ist der Boss schon an sich schwierig und dann noch Base als Zwischenboss. Ach, zum Glück habe ich mich darauf eingestellt, dass ich hier lang sitzen werde. Nein, 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 nein. Dankeschön. Yep. Weil ich meine, wenn ich nicht... Ich vermute, dass er keine Schwäche hat. Ich hoffe es, denn ich brauche ja noch die anderen Waffen für den Boss der Stage, damit ich weiß, oh, das könnte seine Schwäche sein. Okay, und hopp. Und... Da habe ich aber einen Abgang nach unten gemacht, schneller als das Auge blicken kann. Ich meine, doch insgeheim Sonic the Hedgehog. Treffer eingesetzt, ich schnuppe. Ich werde aber, echt, ich werde nicht für Base meine Energietanks aufbrauchen. Könnt ihr vergessen. Ich meine, wenn ich weiß, was der Boss ist. Ich behalte hier lieber für Weide, dass ich den sofort erledigen kann, okay. Ich könnte Leben farmen, das weiß ich. Ach so, das läuft da runter. Die eine Laufbombe würde da runtergehen. Das heißt, ich muss den oberen Weg gar nicht gehen. Das ist mir... Hab ich gar nicht gesehen. Ach, jeder Treffer. Ein Muss. Gut, wie... Ich weiß, wie ich dem Laser ausweiche. Ich weiß, wie ich den aufgeladenen Schüssen ausweiche. Nur, wie tue ich den Meteoritenschüssen ausweichen? Vielleicht, wenn ich unter ihm stehen bleibe? Nope. Alter Falter. Alter Falter, bei mir klingelt es gerade. Ich kann leider nicht drangehen. Das ist wahrscheinlich die Post. Ich habe gerade hier selbst ein Paket zu verschicken. Und zwar ein Paket der Schmerzen. Alter Falter. Das war schon in Mega Man Unlimited. Eine harte Nuss. Auch schon in Mega Man 7, aber hier, alter Falter. Das auf engstem Raume. Auf engstem Raume mit dem Bass. Das bringt meine Lenden zum Schwitzen. Nass. Ja, alter. Ach, bin ich blöd. Ich brauche ja gar nicht so schnell zu hüpfen. Ich kann ja auf den warten. Die explodieren ja nicht gleich. Mein Fehler, mein Fehler. Ich bin halt zu hetzerisch. Also, dass ich zu sehr hetze. Nicht, dass ich Hetzer bin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Achso, da oben war, glaube ich, ein Item oder Energie, was ich aufgesammelt habe. Und deshalb war ich da hoch, oder? Ganz ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet, oder warum man den... Warum man entscheiden kann, welchen Weg man nimmt. Alter. Es wäre von Vorteil, wenn ich mit voller Kraft bei Base ankomme. Komm. Alter. Komm schon. Komm hier. Jawohl. Ich weniger als die Hälfte meiner Kraft. Und das zu schaffen. Letzter Versuch.
Wird's was? Nein, ich glaube nicht, aber ich könnte zumindest versuchen herauszufinden. Oder probiere ich eine Waffe? Probiere ich Heil. Homer Sniper. Also ich habe ihn, ich konnte ihn bis zur Hälfte schwächen, also Homer Sniper, also es hat, denke ich, normalen Schaden gemacht, aber im Einsatz her war es gut, weil dadurch, dass er sich so viel hin und her fliegt, bloß nicht die falsche Taste drücken. Bloß nicht. Dadurch, dass er halt so viel rumfliegt, ist das gut. Was könnte noch gegen den helfen? T-Claw. Wobei, oder Tornado Hold. Astro-Crunch hätte ich jetzt auch wieder voll. Kann ich ja alles mal probieren. Ich kann ja allerlei Waffen gegen ihn verwenden. Ja, gegen mein reiches Arsenal hat er keine Chance. Also. Und gegen deine Monsterschläge habe ich auch keine Chance, wie es aussieht. Ich wollte hier ganz locker hier ausweichen. Oh, und du schaust hier zu. Wie bei so einem Filmabend. Ja. Einmal habe ich es doch ohne Treffer geschafft. Darf ich das bitte wiederholen? Das ist eine Wiederholung, die ich sehr gerne sehen möchte. Da mein Kinn kratzt. Das liegt daran, wenn ich mich mal rasiere und dann nach einem Abend, nach einem Tag, fangen die Stoppeln wieder an zu sprießen. Das ist echt... Ich würde mir aber nie ein Bart stehen lassen, weil... Weil einfach, mir steht kein Bart, der wächst so ungleichmäßig. Das sieht nicht schön aus. Da gehe ich lieber... Ja, ohne Bart durch die Welt. Außerdem, ich habe ja ein jüngliches Gesicht. Das war Glück. Dass ich denke, das da würde ein Bart aber nicht gut aussehen. Okay. Gut, ein bisschen mehr Energie und schon sind wir beim Mittelpunkt. Alles klar. Probieren wir den Astro Crush. Nenne auch schön den Dream Destroyer, weil seine Träume die Band zerstört werden. Also stimmt, in der Moment bin ich auch unverwundbar. Und ich schweb ein bisschen. Habt ihr gesehen, wie ich den Angriffen ausgewichen bin? Ich war genial. Dies war einfach nur genial. Aber das ist nicht so genial. Ja, genau. Hebe mich einfach in die Meteoriten, damit es besser geht. Okay, ich habe schon gesehen, was dort wieder mein Fehler war. Ich habe ihn zwar oft getroffen, aber halt immer dann in dem Moment, wo er dann unverwundbar war. Das heißt, ich darf nie zwei auf einmal immer schießen, sondern am besten immer erst einen und dann abwarten, bis er wieder verwundbar ist, um mehr zu Schaden auszurichten. Alter Falter. Alter, da hätte ich was da hätte ich drauf ausschauen können. Na dann was. Hip. Gut. Genau reingesprungen. Das lernt der Joe nie. In Schüsse springt man nicht rein, das macht er aua. So, soll ich hier vielleicht ein bisschen warmen? Ein bisschen Energie, na gut, das nehme ich an. Und hopp. So, schmeiß deinen Stein, deinen Felsklops. Okay. Aufgeladener Bastel wäre natürlich auch gut, aber ich komme so gut nicht. Ich komme nicht so oft dazu, ihn zu erwischen. Da weiß ich halt nicht. Ich würde wirklich wieder dazu tendieren, einen Energietank zu nehmen, aber nein! Ich will wissen, was der Boss ist und er ist da. Vielleicht habe ich da eher die Energietanke nötig, ja.
Ey, das ist unfair. Das ist nicht fair, wenn er hier in meiner Ecke geht. Alter Falter. Und natürlich kommt er in die andere. Aber hey, ich konnte ihm bis zur Hälfte Schaden machen. Mann. Und wenn ich höchstens einen nehme, aber hey, vielleicht ist es dann so bei Wily, kommt es dann auf den einen Energietank an, den ich da nicht habe, weil ich ihn hier eingesetzt habe. Nein! Nopididop! Ja, ich bin schockiert. So schnell kann auch kein Baby sich bewegen. Aha. Jawohl, danke schön. Das ist aber so. Der Mayonnaise-Spender, der ist ein bisschen kaputt, der tropfelt. Da sollte der Kampf nochmal danach schauen. Da wird schon ein Chihuahua. Jedes Mal. Wie wär's, wenn du es gemacht hast, wenn er nicht schießt? Wenn er das dann läufst. Alter, schießt. Ich kann nicht durch die Bäume schießen, aber er kann durch die Bäume schießen. Da, kann man hier von Fairness sprechen? Nein, das glaube ich nicht, meine Damen und Herren. Das glaube ich nicht. Huiuiui. Aber geil, dass man hier sogar Base noch sieht, weil das hat man ja hier in der Sequenz nicht gesehen, aber im Originalspiel hat man gesehen, bevor das mit diesem Einschlag war, mit dem Meteoriten. Und hat man ja gesehen, wie Mega Man gegen Base kämpft. Und dass er halt hier doch wieder dabei ist. Wobei es halt Mega Man 7 eigentlich eben der Fall ist, dass er bei Teilen dabei ist. Könnt ihr damit rechnen, dass er in Mega Man 9 und 10 dann auch dabei sein wird? Hm, wer weiß. Ha! Oha! Na, nope! Aber ich stelle mich besser an, muss ich sagen. Ja, da. Hey, komm schon. Dich nicht viel. Nein! 1, 2. Das ist. Der Meteorit ist eigentlich gar nicht einfach. Einfach links und rechts und links und rechts. Ey, das ist unfair. Echt, wenn er hier in die Ecke geht, das ist. Oh, unfair. Links. Rechts. Das ist unfair, wenn er hier in die Ecke geht, wo ich hier nicht ausweichen kann. Aber hey, ich werde besser. Ach, Herr Jemini, fast schon eine halbe Stunde. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Gut, meine Damen und Herren, nach dieser ganz langen Aufnahme von Mega Man 8 brauche ich mal eine kleine Pause. Es geht zum Finale hin, diese Stage, und dann kommen die Raider 8. Aber erstmal muss ich Base schaffen. Es wird aber schon besser. Vielleicht nutze ich vielleicht wirklich höchstens einen Energietank, aber auch nur, wenn es wirklich danach aussieht, dass ich schaffe. Wobei, wenn ich dann nicht weiß, wie der Boss ist, Sie müssen es erwarten, müssen es abwarten. Ich hoffe, Ihnen hat diese lange Ausgabe von Mega Man 8-Bit-Version gefallen. Ja, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.